So, da wären wir wieder bei The Last of Us Remastered. Willkommen zurück. So, ich habe gerade festgestellt, hier war noch eine. Das Pferd ist irgendwie dagegen gelaufen und dann hat es das bewegt. Ich habe gedacht, ich reite nochmal mit dem Pferd da hoch, vielleicht passiert irgendwas. Aber nein, es war diese Tonne hier. Die hat das Tor geöffnet. Gut, ich kann sie mitnehmen, wenn ich will. Weiß nicht, ob ich das muss. Aber wahrscheinlich schon, damit ich hier hochkomme. Ja, das könnte klappen. Okay, gucken wir mal, ob hier noch irgendwas ist. Und dann geht's weiter. Bin ja mal gespannt, auf wen wir treffen. Ob überhaupt noch da irgendwelche Leute am Leben sind. Aber Solaranlagen. Echt clever. Wenn sie Strom haben. Okay, wir sind drin. Komm, Kleine, gib mir die Hand. Na bitte. Danke. Sehen wir uns um. Tun wir. Nichts drin. Munition. Hallo. Wo sind Sie? Keiner hier. Uh, 25 Stück. Das ist ein heftiger Loot. Oh, das ist eine Werkbank. Wie passend. Okay. So, jetzt aber. 81 noch. Da könnte ich noch was pimpen. Unsere neue Waffe hier. Ach, Ladetempo. Es sieht doch so aus, als hätten wir alle Waffen. Weil... Hier ist kein weiteres Symbol frei. Mehr Platz ist auch, glaube ich, gar nicht. Wir könnten den Flammenwerfer noch pimpen. Ich weiß nicht, ob das so sinnig ist. Vielleicht noch die Waffen, die ich jetzt schon länger benutze. Und öfters. Die Schussfolge. Magazinkapazität. Oh ja. Aus 36. Geht damit noch irgendwas? Schussfolge. Rückstoß. Danke. Ich hab nur noch eins übrig, perfekt. Das ist nicht schlecht. Gut investiert auf jeden Fall, würde ich sagen. So, Pillen gibt's hier noch. Wie sieht mein Pillenkonto eigentlich aus? Ich kann mir noch ein Messer herstellen. Guck mal, wie schnell das geht. Perfekt. Ist geil. Zing. Zing. Okay, nice. Da ist noch eine Schere. Das und das. Ellie guckt da durch. Ist da was? Hast du noch was gefunden, Ellie? Wahrscheinlich nicht. Juhu. Euer Heilmittel ist hier. Ist der? Seien wir leise, bis wir wissen, was hier los ist. Keine falsche Scheu, Joel. Hier ist keiner. Kann so schlau sein. Durch wissen wir nicht, wo noch in dem Raum Klicker sind. Gut, hier ist alles abgegrast. Hier. Ich hatte irgendwie ein Gefühl. Na bitte. Der Loot steht ihm gut. Erreichte Werkzeugstufe 4. Und noch ein Buch. Monitors verbessert. Der Explosionsradius ist jetzt zweimal so groß. Heilo. 50. Oh. Und Pilchen. Nice. Das Messer. Komm. Das lohnt sich doch immer, ein Messer dafür zu investieren, wenn so geiler Scheiß dahinter ist. Ja, das lohnt sich jetzt fast schon, nochmal zurück zur Werkbank zu gehen, bei dem, was ich gefunden habe.
Kann ich bestimmt noch das eine oder andere verbessern. Mach ich das gerade mal. Wenn die gerade hier ist, warum nicht? Wo war sie denn eigentlich? Ich glaube im nächsten Raum. Hier. Dann mal los. So. 66, joa. Damit geht noch was. Magazinkapazität ist immer eine gute Sache. Schussfolge. El Diablo. Jawohl. So geht es doch. So geht's und so wird's gemacht. Ich dachte, ich könnte da so richtig cool drüber springen, aber es geht nicht. Gut. Jetzt zu diesem Raum. Da ist der Baum reingekracht. Okay. Hat aber was. Sieht cool aus. Mit den Blättern auch noch. So schön herbstlich. Was gefunden, Ellie? Was ein Dokument. Nichts Nützliches. Hier ist nichts außer medizinischem Krempel. Ich kapier's nicht. Sieht aus, als wären sie überstürzt geflohen. Vielleicht nicht alle davon. Bleib in meiner Nähe. Ja. Anscheinend sind sie nicht mehr da, aber... Vielleicht sind noch ein paar hier, wer weiß. Oder vielleicht ist etwas anderes hier. Hier weiter hoch geht's nicht. Hier liegt auch nichts mehr rum. Na dann. Keine Leichen. Das ist gut, oder? Es fragt sich, wo sie hin sind. Und jetzt auf einmal so ein riesiger Raum voller Klicker. Die sich alle in Klicker verwandelt haben, oder? Hier ist nämlich sehr viel Kram, um irgendjemanden halt abzulenken. Also hauptsächlich Gegner natürlich. Das verheißt schon mal nichts Gutes. Erstmal alles looten. Ich werde es brauchen. Ich wusste gar nicht, dass Joel hier so Rampage-mäßig durch Türen gehen kann. Das ist mir erst in der letzten Folge aufgefallen, so von wegen, ja, man kann ja auch Türen so einfach berserkermäßig aufbrechen. Bam. Nicht geil. Bam. Das lässt wahrscheinlich ein paar Gegner dann so verdutzt, so, vielleicht erschrecken die sich dann. Das ist, glaube ich, ein probates Mittel, dass man sagt, okay, will ich in den Raum reinstürmen will, habe ich das Überraschungsmoment auf meiner Seite. Memo. Schön leise. Ich werde es nachher in der Nachbearbeitung nochmal ein bisschen lauter machen. Unsere Daten sind hier. Alle haben sich daran gewöhnt, hier zu leben. Ich werde jetzt weiter testen. Diese Inkompetenz macht mich sonst noch verrückt. Nur die Hälfte verstanden. Ist mir schon mal aufgefallen, dass manche Dialoge zwischen Charakteren oder ein paar Charaktere so ein bisschen leiser sind als andere. Das ist ein bisschen schlecht abgemischt. Oh, hier ist noch was. Okay, Ellie guckt schon interessiert, dann gehen wir mal da durch. Mist! Was denn? Was ist denn hier Mist? Ich dachte schon, hier ist jemand.
Röntgenbilder des Pilzwachstums im Gehirn eines Patienten. Oha. Das sieht echt übel aus. Es wuchert ja direkt so komplett über das ganze Gehirn drüber. Die Affen. Nein, keine Klicker. Sag das nicht zu laut. Firefly auch nicht. Tja, vielleicht sind sie beim Experimentieren zu Affen geworden. Schön wär's. Wir werden was finden. Noch ein Memo. Dass wir die Affen nicht angefasst haben. Er hat nicht gesagt, wo sie sind. Ich weiß. Suchen wir weiter. Übertragen die Affen das Virus, so wie in 28 Days Later? Weil da waren ja auch Affen, die Träger des Virus. Und haben dann halt das an die Menschen übertragen. Oh, guck mal, Penicillin. Oh, viel Schmerzmittel. Müsste man eigentlich alles einstecken. Ich glaube, medizinische Vorräte sind in der Postapokalypse echt viel wert. Vor allem Schmerzmittel oder Blutstiller oder sowas. Weil, wenn er dich verletzt, was machst du dann? Was du nicht sagst. Ich bin tot, oder bin es bald. Ich hatte Zeit, nachzudenken. Es gab Jahre, da schienen wir etwas zu... ganze Scheißerei in der Zeit verschwenden. Das nicht mitmachen. Komm schon. Die anderen suchen. Sie sind im St. Mary Krankenhaus in Salt Lake City. Sie finden sie dort. Dabei, die Welt zu retten. Viel Glück damit. Weißt du, wo das ist? Ich kenne die Stadt. Ist es weit weg? Das ist ziemlich weit, vielleicht mit einem Pferd. Was? Sind es Fireflies? Deckung! Oh. Glaube nicht, die würden wahrscheinlich nicht auf uns schießen. Ganz egal. Wir haben ein Ziel. Machen wir, dass wir wegkommen. Oh ja. Halt ihn doch an. Verdammt. Weggemessert. Wie viel Health hat mein Messer noch? 3. Was liegt denn da? Ah, seh schon. Es geht los. Wesentlich mehr. Der ist da drin. Und hinten schön das Messer reingerammt. Was zur Hölle? Ah! Scheiße!
Ja, scheiße. Hab ihn nicht gesehen. Warum sehe ich die Menschen nicht mehr? Da hinten war noch mal eine Nahkampfwaffe, die hole ich mir jetzt. Ich gehe auf jeden Fall noch mal zurück. Weil da lag doch noch eine Machete. Nee. Ach, die Axt. Jawohl. Für den Nahkampf auf jeden Fall das Beste, was ich tun kann. Das sollte mich mal heilen, das ist keine schlechte Idee. Nicht verfügbar? Ach so, wegen Flasche werfen und so. Scheiß Kerl. Scheiße. Oh nein. Arschgesicht. Oh nein. Ach du Scheiße. Oh fuck. Oh, Joel. Was soll ich jetzt tun? Was? Du musst mich hochziehen. Okay. Nein, 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 nein. Zwei, drei. Okay. Gehen wir einfach zum Pferd. Fucking hell, das schaffst du doch niemals. Alter, komplett durch den Rumpf durch. Weiter. Oh Mann, ey. Joel, wie geht's dir? Wie soll es ihm schon gehen? Er wurde durchgebohrt gerade. Ein Medikit. Ich kann aber keins auswählen. Ich hab's schon probiert. Mist. Okay. Du bleibst hier. Ich komme dann von der Seite. Ellie. Ich bin okay. Das bist du nicht.
dich, Joel. Und jetzt komm! Ich bin okay. Blut ist hier alles voll, Junge. Ich würde es mal abbinden, mach vielleicht. Mach schon. Hier ist keiner. Ich wurde gerade aufgespießt, aber hey, mach schon. Oh nein. Warum kann ich denn kein Medikit ausrüsten? Warum kann ich mich nicht heilen? Oh Mann. Ja, halt dich fest. Nein. Kannst du laufen? Ja. Dann lauf doch auch. Wie dumpf auch der Sound wird, ne? Wenn Joel immer schwächer wird jetzt mit der Zeit. Los, komm. Da ist der Ausgang. Ich sehe das Licht. Komm schon, Joel, du schaffst es. Joel? Hinter dir. Was? Nicht nicht einschlafen, Joel. Komm, du schaffst das. Komm schon. Ich schwöre dir, wenn wir das schaffen, wirst du für mich singen. Träum weiter. Warte. Ich öffne dir die Tür. Lass dir Zeit. Los, komm. Scheiße! Paul, einfach das Pferd. Kommst du hoch? Ich glaube, hier sind wir sicher. Joel? Joel! Scheiße! Joel! Hier! Ah. Steh auf, steh auf, steh auf! Sag mir, was ich tun soll! Komm schon! Jetzt steh schon auf! Joel! Das wird nicht lang reichen. Du verjagst ihn nur. Ich spiele jetzt mit Ellie. Geil. Wo bist du? Ja, wo ist das Reh hin? Da bist du ja. Das bedeutet ja wohl, dass Joel es geschafft haben muss. Weil, klar, er kommt ja auch in Teil 2 vor. Das, so viel weiß ich. Das heißt, mich überrascht es jetzt nicht. Hätte ich, glaube ich, nicht gewusst, was im zweiten Teil so passiert, beziehungsweise welche Charaktere vorkommen. Dann hätte mich das jetzt auch schon so ein bisschen mit offenen Fragen zurückgelassen, von wegen, hat Joel überlebt oder... Scheiße! Scheiße. Oder ist Ellie jetzt auf sich allein gestellt oder so?
Wo ist es hin? Die kann auch lauschen. Da hoch oder darunter? Ich kann ja auch normal laufen. Ich muss ja nicht die ganze Zeit geduckt laufen. Okay, da komme ich wohl nicht weiter. Ellie hat keine Waffenauswahl. Der hat nur den Bogen dabei. Also schön hier im Winter, ne? Ah, richtig viel Schnee. Ich hab lange keinen Schnee mehr gesehen, so viel. Also zumindest so viel. Hier fällt ja nichts. Flachland, wo ich lebe. Kann sie denn keine Fußspuren erkennen oder so? Die Jagd nach dem Reh. Das ist eine große Area, aber irgendwo hier muss es ja sein. Wo ist es denn? Er hat in die Richtung geguckt. Müsste ich es nicht eigentlich sehen? Was ist denn nur? Vielleicht muss ich einfach höher. Vielleicht kann ich es dann sehen. Mist, ist der schnell! Aber ich hab ihn. Ich weiß, wo er hin ist. Er ist definitiv mehr so in die Richtung. Oh, fuck! Knapp vorbei. Oh, verdammt. Hätte nicht gedacht, dass ich jetzt so lange brauche, diesen scheiß Hirsch zu jagen, aber... Kriegen wir hin. Gut, dass wir Weile haben. Da ist er. Wo denn? Hat er mir angezeigt?
Wo denn? Blind? Er sagt, da ist er. Aber wo? Da ist gerade ein Geräusch an der knarzenden Tür. Ähnlich. Ach, da vorne. Ah, er hat's gehört. What? Da ist er. Jetzt läuft er in die Richtung. Okay, dann werde ich jetzt hier hoch. Okay, komm. Ich skipp das mit dem Hirsch. Ich weiß ja, was ich zu tun habe. Bis gleich. Ich habe es erwischt. Da ist Blut. Ich habe ihn zwar nur im Hintern getroffen, aber wir können auch seine Fußspuren scouten. Nicht so easy hinzubekommen. Oh Mann. Habe ich schon zweimal getroffen, es gibt nicht auf. Dieses Reh ist anstrengend. Aber für ein gutes Hirschragout muss man arbeiten. Wieso lebst du noch? Ja, frage ich mich auch. Ellie hat meine Frage gestellt. Warum lebt dieses Ding noch? Ich habe es zweimal getroffen. Hat so viel Blut. Oh, ist über den Zaun. Wo ist es hin? Was ist das für ein Ort? Frag ich mich auch. Vielleicht gedacht, vielleicht kennt sie den Ort. Das Reh ist da reingelaufen. Es ist okay. Das ist nur ein ganz gewöhnlicher Ort. Ganz schön weit gelaufen, wenn es so verletzt ist, ne? Ein verlassener Ort ist das hier. Da liegt es doch. Hallo. Wir wollen nur reden. Eine falsche Bewegung und das hier geht ganz böse ins Auge. Das gilt auch für dich, Sportsfreund. Was wollt ihr? Ich bin David. Das hier ist mein Freund James. Wir sind eine sehr große Gruppe.
Frauen, Kinder. Und wir haben alle großen Hunger. Wie bei mir. Frauen und Kinder. Und alle haben viel Hunger. Tja, vielleicht können wir dir was für das Fleisch da geben. Was brauchst du? Waffen? Kugeln? Kleidung? Medizin! Habt ihr vielleicht Antibiotika? Oh ja. Im Lager. Du kannst mit uns kommen. Ich gehe nirgendwo mit euch hin. Dein schweigsamer Freund da kann sie holen. Wenn er damit wiederkommt, gehört das Fleisch euch. Wenn jemand anders kommt... Dann geht das ganz böse ins Auge. Genau. Zwei Flaschen Penicillin und eine Spritze. Und beeil dich. Geh schon. Das Gewehr nehme ich. Na klar. Jetzt zurück. Das wird ein bisschen dauern. Wollen wir uns vielleicht da hinten unterstellen? Dann nimm ihn mit. Na also. Du solltest wirklich nicht allein hier draußen sein. Ich mag's, wenn ich allein bin. Verstehe. Wie heißt du? Warum? Okay, ich verstehe, es ist nicht leicht, ein paar Fremden zu vertrauen. Und der Verletzte, du machst dir große Sorgen. Es wird bestimmt alles gut. Vielleicht. Du hast noch eine Waffe? Sorry. Okay, ich hätte jetzt wirklich gern mein Gewehr zurück. Nein, du hast eine Pistole. Ich hoffe, du kannst damit umgehen. Ist nicht mein erstes Mal. Müssen wir mit Ellie kämpfen? Supergeil. Ich trau dem Kerl nicht. Hoffentlich finden sie ihn nicht. Bewacht die Fenster. Okay. Hey, der Schuss muss sitzen. Ich kenne das schon. Ja, tust du auch mal was? Der hat halt nicht gesessen. Infizierte hier. Du hattest recht. Du kannst mit dem Ding besser schießen als ich. Hilf mir mal. Oh Gott! Es wird Ellie zwar wehtun, aber es wird sie nicht verwandeln. Danke für die Hilfe, Arschgesicht. Ohne Witz. Steht neben dran und sieht, wie ich von dem Klicker gefressen werde. Was zur Hölle? Ich habe die ganzen Waffen von Joel? Nee, habe ich nicht. Ich habe nichts. Ist mir aufgefallen. Hier ist noch mehr Munition. Wir sind hier drin. Yeah.
Nehmt ihn! Nachladen. Oh Mann. Wie viele denn noch? Ja, guter Plan. Oh oh, ich sollte mich mal heilen. Ich halte sie auf. Bewacht die Treppe. Komm mit, hier drin. Okay. Na toll. Alles frei. Ja dann, beweg dich. Frage dir. Alles in Ordnung? Du musst dir um mich keine Sorgen machen. Den Hirsch können wir wohl vergessen, das wird nichts mehr. Okay. Folge mir. Und pass auf. Oh. Hey Kleine, alles klar? Ist okay. Mehr Blicker. Verschwinde da! Irgendwas, um die abzulenken? Natürlich nicht. Oh Gott! Wo kommt der denn her? Hat er sich hinter der Wand teleportiert? Ich wusste gar nicht, dass sie das können. Hier kann ich raus. Nicht genug, um mir irgendwas herzustellen. Ja, genau. Warum werde ich immer in so Situationen reingeworfen? Bockt die halt auch gar nicht, ne? Geil, die sind überall. Ja, natürlich! Alter, was willst du denn machen? Wie soll ich die alle umbringen oder was? Ja, okay, komm. Hier. Ja, geil. Einer noch. Ja, und jetzt? Wohin jetzt?
Oha. Alles klar? Oh, da bist du ja. Komm schon, da ist die Tür. Na dann. Das war knapp. Wir müssen da hoch. Da, mit der Leiter sollte es gehen. Ja, kann der mich da hochhieven oder wie ist das hier? Kann ich hier hoch? Hier, komm her, hilf mir rauf. Okay, fertig? Dann los. Das sind natürlich noch Klicker. Beeil dich. Spannend, spannend. Auf jeden Fall. Machen wir jetzt hier an dieser Stelle erstmal Schluss und ich sage vielen Dank fürs Zusehen bei The Last of Us Remastered. Ja, wie ihr gesehen habt, wir haben zwei Leute getroffen in der Wildnis, nachdem wir ein Reh verfolgt haben. Ich wollte ein Hirsch sagen. Es war ja ein Hirsch. Doch, hat ein Geweih, war ein Hirsch. Auf jeden Fall ist der andere jetzt Penicillin holen gegangen, dann sind wir mit ihm hier unterwegs und ich weiß nicht, ich rieche da eine Falle. Ich traue dem Ganzen nicht. Ellie ist zu Recht misstrauisch, aber gut, in dieser Situation bleibt uns nichts anderes übrig, gegen die Klicker, als zusammenzuarbeiten. Ob das gut ausgehen wird, das erfahrt ihr in der nächsten Folge von The Last of Us Remastered. Bis dann.